Servus, hier vom, ja, man kann es unschwer erkennen, vom Oktoberfest. Der Wiesngipfel steht heute an. Der deutsche Rekordmeister empfängt den deutschen Meister, oder anders formuliert, der FC Bayern empfängt Bayer 04 Leverkusen zum absoluten Topspiel hier heute in München. Es ist hier schon einiges los, die Wiesn ist schon rappelvoll, die ersten sind schon dicht, da sitzen sie auch schon alle hier bei der Bavaria-Statue. Ab und zu kommt immer wieder mal die Sonne raus und so kann es auch bleiben. Es wäre nämlich ein perfektes Fußballwetter für ein absolutes Topspiel heute Abend in der Allianz Arena. Ach du Scheiße, schaut euch mal nur die Massen in diesem Gang hier an. Hier ist auch schon das Käferzelt, wo die Bayern am vergangenen Sonntag zu finden waren, da oben. Die Bayern haben ihren Wiesnbesuch früher als geplant gemacht. Sonst wäre ich jetzt hier nach dem Spiel ins Hotel gegangen und wir haben Sonntag hier hergekommen, um die Bayern zu sehen. Aber jetzt ist das Ganze schon letzte Woche passiert. Macht nichts. Da hinten hat hier irgendwo der Bus geparkt. Der war hier, glaube ich, abgesperrt. Da vorne stand Presse und dann sind die Jungs da hochgegangen und saßen dann da oben drin und haben sich dann natürlich nach der souveränen Leistung gegen Bremen das ein oder andere Bierchen gegönnt. Dass das ein spannendes Spiel wird, sieht man nicht nur an den Zahlen, Fakten und Statistiken, sondern ganz einfach auch daran, wie beide aktuell in Form sind. Leverkusen macht wieder Leverkusen-Dinge in dieser Saison und die Bayern sind aktuell wieder in Bestform. Mich würde Sarah freuen, wenn die Bayern Leverkusen genauso schwindelig spielen, wie es hier zugange geht. Da haben wir auch schon den ersten Bayer-Fan und das in einer Lederhose. Bayern schoss in den letzten 3 Pflichtspielen 20 Tore. Das waren die Gegner nicht so berauscht, aber du musst erstmal 20 Tore schießen. Dazu, ja, trifft hat wieder Leverkusen in bisher 4 Bundesligaspielen schon wieder 2 Mal in der Nachspielzeit. Dass die Bayern gerne an Wiesenspieltag treffen, wissen wir mittlerweile. Vor einem Jahr gegen Bochum mit 7 Dingern. Vor 2-3 Jahren, auch gegen Leverkusen, gab es ein 4-0 hier in München. Das können wir heute gerne nochmal so machen. Aber muss festhalten, natürlich, Leverkusen, das sieht mittlerweile halt bei denen viel besser aus als vor 2-3 Jahren. Wir müssen vor Masterclass Alonso aufpassen. Der verlor noch keins der 3 Duelle als Trainer gegen die Bayern. Hier gibt es überall schöne, spaßige Fahrgeschäfte. Ich bin eher Team herkommen, schauen, essen und trinken. Wenn ich was fahre, Freunde, dann eher das. Das ist eher meine Region. Aber ich muss sagen, die Bayern sind gerade etwas besser in Form. Leverkusen hat schon die erste Niederlage hinter sich. Und die Bayern spielen bisher souverän einfach auf. In der Liga, so wie auch bisher in der Champions League mit dem 9-2. Und der Leverkusen-Dusel mit den Last-Minute-Dingern fing hier übrigens letzte Saison in München an. Da haben sie das erste Mal Last-Minute zum Ausgleich getroffen. So, jetzt habe ich mir mal hier Schoko-Erdbeeren geholt. Irgendwie müssen wir uns ja stärken. Hat eine halbe Niere gekostet, ne? Also 7 Euro, Wahnsinn. Aber auch nicht zu vergessen, Lewandowskis Fünferpack in den 9 Minuten gegen den VfL Wolfsburg ist ein Stück Wiesngeschichte. Hier bei der Hackerbrücke kann man quer rüberlaufen, dann kommt man direkt zu Wiesn. Ich glaube, das erkennt man hier auch an den Bussen, dass einige... Oh je, schaut's euch an, da kommen bestimmt einige mit dem Bus noch angereist. 75.000 Glückliche, die diese Partie heute live im Stadion miterleben dürfen. Das wird ein richtiger Kracher, das sage ich jetzt schon vorab. Und es gab sehr viele Absagen. Es gab 350.000 Ticketanfragen allein nur für diese Partie heute. Fast so viel wie bei Real, aber bei Real waren es dann doch im Mai noch ein bisschen mehr. Die Zahlen und Fakten und die Bedeutung dieser Partie sollten jetzt klar sein. Wir gehen rein und schauen uns die Plätze an. Und das ist er heute, in Reihe 2, direkt an der Treppe in der Nordkurve. Können wir mal bitte darüber reden, wie geil eigentlich dieser Platz ist und das vom Zweitmarkt. An der Treppe Weltklasse, dann noch in Reihe 2, nur die Höhe ist halt ein bisschen mies. Klar, Reihe 2 Weltklasse, darüber möchte ich mich gar nicht beschweren. Aber die Höhe hast du halt keine gute Übersicht über das ganze Feld. Und jetzt stellt euch vor, ich vermute, wir haben nachher eine Lichtershow und hier prasselt das Ganze auf uns nieder und die hinter uns gerade Lichter ausgehen. Ich saß bei so am Spiel noch nie so weit unten. Ich bin gespannt, wie sich das dann auch auf die Lichter und alles auswirkt. Wird cool. Trotz dieser geilen Sicht haben wir ein Problem. Das ist der Gästeblock da oben, da habe ich nämlich gar keinen Bock zu. Bernie ist vor lauter Freude gleich mit ins Tor reingesprungen. Hey, oh, jetzt randaliert aber. Der ist on fire. Ich frage mal nach einem Expertentipp, mal gucken, ob er einen abgeben kann. In diesem Trikot mit folgender Aufstellung. Eigentlich ändert sich zu den vergangenen Wochen nicht wirklich was. Und auf den ersten Blick wird mir da jetzt keiner auffallen, der da irgendwie für irgendeinen reinrotiert. Neuer ist anscheinend fit genug. Und ansonsten haben wir auch so mit die gleichen Namen auf der Bank sitzen.
Palinha bekommt immer noch nicht seine Chance, aber ich denke, Kompany setzt auf ein eingespieltes Team. Passend zu Wiesn haben wir hier auch noch einmal Blasmusik auf der Haupttribüne und auch da drüben, auf oder an der Gegentribüne. Jetzt wird es etwas lauter, Radetzky kommt rein. Hui! So, und jetzt kommt da rein der Manu. Und ich hoffe nicht, dass du das Training des Warmmachen diesmal abbrechen musst. Da kommt er, der Goalkeeper! Neuer! Der VfB spielt unentschieden. Gegen die geht es als nächstes hier in München. Um das Topspiel nicht zu verpassen, Abo, Like, der Last. Da vorne ist noch ein Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande. Das findet ihr hier auch auf diesem Kanal des Stadion-Vlog. Würde mich freuen, wenn ihr da am Start seid. Zu guter Letzt fehlt nur noch der Expertentipp. Die Bayern sind salzig, die Bayern spielen zu Hause, die Bayern sind zurück in ihrer Primetime. Ja, und Leverkusen, gut, ja, aber es reicht nicht, um hier heute zu gewinnen. Die Bayern fertigen Leverkusen mit 4-2 ab. Ja, die schießen auch ein, zwei Tore, so werden die sein, vor allem in der 90. Aber an sich bleiben 3 Punkte hier. Stern des Südens mit dem ganzen Orchester da. War klar, Leverkusen hat wahrscheinlich Platz 2 gewonnen. Bayern spielen zuerst auf die Süd. Ja, Manu! Wenn ihr Bayern seid, steht auf! Wenn ihr Bayern seid, steht auf! Wenn ihr Bayern seid! Bayern! Bayern! Jawohl, Bernie! Jubel! Ja! Wow! Jawohl, erste gute Möglichkeit, erster Ansatz. Weitermachen. La 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 la! Bayern! Bayern! Jawohl, Manu! Jawohl, Manu! Wow! Pui, fangen wir jetzt schon mit Zeitspiel an, oder was? Oh! Oh! Schieß! Oh! Ja, bisher war die Bayern die Partie. 10 Minuten sind rum. Tor! Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Oh, fahren sie durch alle durch! Oh! Boah! Schade, schade, auch von Bayern kommt mehr als von Leverkusen, ist klar. Schieß ein Tor! Auf geht's, Bayern, schieß ein Tor! Das Ding da jetzt rein. Oh! Boah, so schlecht war der gar nicht. Dranbleiben. Die Blutung weiß wie Schnee. Wir wollen dich heute siegen sehen. Werden immer zugestimmt. Vorwärts FCB. So, Leverkusen mit der ersten Ecke jetzt hier in der Partie. Gucken, was sie kann. Und die Ecke hätte nicht mal sein müssen. Das ist ja das. Hey, die kommt einmal vor. Wir wurden nicht einmal im Spiel gesehen. Wir werden für so einen Ekel-Anti-Fußballer noch belohnt in ihrem Zeitspiel schon in der 8. Minute. Das ist Wahnsinn. Das ist so traurig, dass man so spielen muss. Ein bisschen ein deutscher Meister. Hüpfer, wow, ja, hüpf. Hüpfer, wow, ja, hüpf. Alle, alle.
Wir schieben uns seit 5 Minuten den Ball hin und her, aber das bringt uns ja nichts. Wir müssen mal ein bisschen mehr nach vorne kreieren. Ein paar Torchancen. Schieß! Jetzt Pablo! Und er war schön. Pavlović! Pavlović! Eins! Null! Bitte! La 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 la! La 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 la! La 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 la! FCB! Pause! So, erste Hälfte rum. Ein Spiel, wo noch die nötige Durchschlagskraft fehlt. Die Bayern machen eigentlich das Spiel. Leverkusen trifft dann irgendwie und führt unverdient. Dann macht Pavel ein super Traumtor. An sich sieht es gar nicht so verkehrt aus. Wir haben einfach die Chancen, die wir haben, halt auch besser nutzen. Zweite Hälfte. Ein Vor- und ein Nachteil haben wir jetzt. Der Nachteil ist, die Bayern haben jetzt in der ersten Hälfte auf die Süd gespielt. Konnten das nicht ganz so ausnutzen. In der zweiten Hälfte geht's. Zum Glück für mich jetzt auf die Nord, dann können wir ganz genau, ganz nah die Tore miterleben, die wir jetzt noch schießen. Sweet Caroline! Oh, oh, oh! So, die Jungs kommen zurück und jetzt möchte ich hier noch zwei, drei Dinger sehen. Ja! Nein! Oh! Nein! Sehr schade, schade! Das waren jetzt zweimal Alu. Pfosten haut er nochmal an die Latte. Und hier wäre der Onside-Spiel schon wieder. Oh! Was? Ey, die Heulsuse da, lass ihn unterliegen! Alle, alle. Mönchen, alle, alle, alle. Alle, alle, alle. Ey, kriegen da zwei! Hey, das ist dann aber auch mal gelb. Bring ihn rein. Das ist gut! Ja! Ja! Nein! Oh! Schieß! Oh! Oh! Jawohl! Ja, bring ihn rein! Schieß! Nein! War wieder eine gute Möglichkeit, wir müssen dranbleiben, das sieht gut aus. Kann's wieder aus, ey! Freistoß in guter Position. Den kann er reinbringen und Harry Köpfchen rein. Passt auf. Oh! Nein! Boah, aber das ist heute aber auch unglücklich. Schau mal! Schieß! Nein! Warum geht er nicht ran? Mann, wir sind am Drücker, aber 18 Minuten. Steht auf, wenn ihr Bayern seid. Steht auf, wenn ihr Bayern seid. Auf geht's, Bayern, schieß ein Tor. Schieß ein Tor. Schieß ein Tor. Ja! Hey! 10 Minuten offensichtlich sind gerade nur noch wir zu sehen. Von Leverkusen kommt gerade nichts mehr. Ja, Musi tanzt. Zwei! Jawohl, lass dir Zeit bis morgen und du greifst auch nicht durch. Zeig dem doch mal gelb! Es geht seit 90 Minuten so! Auf geht's, ihr Roten! Ja, Musi! Thomas! Hey! Aber so einer muss dann halt auch sitzen, ne? Besser kriegst du es eigentlich nicht mehr. So, 5 Minuten. Einer muss doch mal draufhauen oder irgendwas. So! Nein! Aber wir müssen Mumm haben. Deutscher Meister wird nur der FCB. Nur der FCB. Nur der FCB. Da teilen wir uns die Punkte mit Leverkusen. Ja, war mehr drin. Hätten auch einen Sieg verdient gehabt.
Als deutscher Meister hat man nur einen Bus gepackt. Die haben nichts auf die Reihe bekommen. Ich fand es ein bisschen eigentlich traurig, dass Leverkusen so aufgetreten ist. Siehst du, was sie gemacht haben? Sie haben einen Bus geparkt. Sie haben eigentlich nur uns von den Socken geholt, haben den Spielfluss damit gestört, dass wir nicht in die Partie reinfinden und dabei nur rumgeholt und auf Zeit gespielt. Sehr traurig. Nichtsdestotrotz, wir machen weiter und schlagen am Sonntag Frankfurt. Abo, Like da lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat.